Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und somit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Bed Wars und das sogar schon zur, ich glaube, und meine 24. Folge schon. Ja, ich bin sehr gespannt, ob euch die Folge gefällt. Ich hoffe natürlich, sie gefällt euch. Und wenn ihr mehr von Minecraft Bed Wars sehen wollt, dann lasst ja gerne ein Like und ein Abo da. Denn die Bed Wars Playlist wird ja immer weitergeführt. Geschweige denn, ich habe eine, ich bin mir gerade unsicher. Aber Bed Wars geht weiter natürlich. Und ja, deswegen jetzt auch mal nach Pause, sage ich jetzt mal. Es kam zwar ein Video, wo ich aus Medford 23 ein paar Packs geöffnet habe. Ja, trotzdem ist das halt mal wieder nötig, auch mal wieder normale Videos zu machen. Also ich merke auch, dass mir das fehlt, sowas wie Bed Wars aufzunehmen. Und ja, weil das Problem war nämlich, ich habe in der letzten Zeit viel an Überlegung, viel an der Überlegung gesessen, was ich für Cleverbot Staffel 3 planen werde. Denn, wie gesagt, die Cleverbot Staffel 3 ist ja auch schon angekündigt, dass es sie gibt. So, es wird eine dritte Staffel Cleverbot geben. Wann die in Takt trifft oder wann sie losgeht, das kann ich euch tatsächlich noch nicht sagen. Denn ich bin, wenn auch gerade noch, was Videos jetzt wieder angeht, wieder in der Vorproduktion. Denn, ja, mir fällt es einfach im Moment schwer, Videos aufzunehmen. Weil die ein paar Leute wissen schon, ich muss wieder zur Schule gehen seit neuestem, oder was heißt seit neuestem, seit 4 Wochen jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video hier seht. Ich schätze mal, das Video kommt am Montag und ja, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das Video hier eher später kommt. Aber gut, ich habe auch lange jetzt nichts aufgenommen und ich merke gerade, die Musik ist viel zu leise und die Gesamtlautstärke ist viel zu leise. So. Ich spiele übrigens auf dem BlocksMC Server. Server Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann gerne auch mal joinen. Müsste halt nur einmal /login und dann halt zum Beispiel. Ihr müsst erst Register. Ihr müsst euch erst registrieren und dann halt irgendein random Passwort raussuchen und der. Oh Gott, klaut mein Bett an. Wo ist der? Gott, wer mir. Ach, ich sehe die. Ja, okay, er killt mich trotzdem. Ich schnatz ihn, ne? Oh nein, ich schnatz ihn jetzt. Oder auch nicht. Ja, würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Ja, wie gesagt, ich spiele auf dem BlocksMC Server. Ihr müsst dann halt einfach nur einmal /register machen. Register, so, und dann zum Beispiel, keine Ahnung, JMG22 jetzt zum Beispiel, und dann müsst ihr das nochmal eingeben und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr halt einmal mit Enter bestätigen und dann Login und dann zum Beispiel JMG22. So, dann könnt ihr hier auf den Server joinen. Also, das ist jetzt nicht mein Passwort gewesen, mein Passwort ist ein anderes tatsächlich. Ja, von daher, wenn ihr dann hier auch mal auf dem Server seid, könnten wir theoretisch auch mal zusammenspielen. Oder wenn ihr tatsächlich mal mit mir zusammen zocken wollt und ihr euch noch ein bisschen gedulden könnt, dann ja, hole ich mir demnächst auch noch mal das richtige Minecraft. Ich muss es mir nämlich neu holen, weil Microsoft hat ja Minecraft gekauft und aus dem Grund ging mein Mojang Konto nicht mehr. Deswegen muss ich mir tatsächlich Minecraft für 30 Euro neu holen. Aber ich hole es mir auf MMOGA zusammen mit der Bedrock Edition, obwohl ich die wahrscheinlich nicht ansatzweise zocken werde. Weil ich glaube, in der Bedrock Edition ist nichts großartig anders als auf der normalen Edition. Also auf der Java. Ich glaube nämlich nicht, dass da was groß anders ist. Und wenn, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was an der Java oder an der Bedrock anders ist als auf der Java. Weil ich wüsste nämlich nicht, was da jetzt großartig anders sein soll. Also wie gesagt, könnt ihr mir ja einfach mal schreiben, was so an sich großartig anders ist auf der Bedrock als auf der Java. Würde mich nämlich mal echt interessieren, nicht, dass ich nachher irgendwie irgendeinen Scheiß kaufe.
Aber in dem, was ich mir bei MMO ja holen möchte, das Minecraft da, da sind beide Editionen dabei, also die Bedrock und die Java. Ja, deswegen, das sollte sich eigentlich an sich ausgehen. So, genug gelabert von Thema Minecraft und Geld ausgeben. Jetzt geht's hier richtig rund. Erstmal, jetzt holen wir hier natürlich den Endstone. Natürlich, weil Endstone ist wichtig und richtig. Ich finde es auch schön, wobei das triggert mich tatsächlich immer noch an dem Blocks im C Server, weil auf Hypixel kriegst du die Ressourcen viel, viel schneller als hier auf dem Blocks im C Server, habe ich gemerkt. Weil ich hatte ja eine lange Zeit, oder ja, doch schon eine lange Zeit, eigentlich seitdem ich mein PC habe, fast so um die 2, 3 Wochen vielleicht danach oder 2, 3 Monate danach habe ich mir Minecraft geholt. Und ich habe ja auf Blocks im T gezockt, auf Hypixel, und ich habe schon gemerkt, dass das dass das komplett anders ist, was die Resource angeht. Also was die Ressourcen hier angeht. Du kriegst hier die Ressourcen viel langsamer als auf Hypixel. Auf Hypixel kriegst du ja gefühlt irgendwie 20 Eisen pro Minute in die Füße geschoben. Wie komme ich jetzt auf Füße? Digga, muss ich richtig mit mir. Ja, aber das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Erkennung, die ich gemacht habe. Übrigens, ich spiele mit einem Edited Texture Pack. Das ist Anglerfisch V 1.16. Nee, das ist Anglerfisch 1.16 V10. Geschweige denn, doch, ja, Anglerfisch V16, 1.16 V10. Denn das ist eine editierte Texture Pack Version, denn das Gold sieht nicht so aus und das Eisen ist auch nicht das Original Texture Pack Eisen. Ja, Rüstung habe ich nichts gemacht, weil da müsste ich auch noch das Layer von editieren und das ist tatsächlich ein bisschen zu schwer. Das kriege ich noch nicht hin. Aber ich sitze dran, tatsächlich noch die Rüstung eventuell zu ändern, weil ich möchte die Dia-Rüstung eventuell sogar durch eine Galaxy-Rüstung ersetzen. Das ist mein Ziel für das Texture Pack, ehrlich gesagt. So. Rot hat noch ein Bett, Pink hat noch ein Bett, Lime hat noch ein Bett und ich bin blau. Schön, dass ich mal blau bin, ohne dass ich was ausgewählt habe. Ist auch nichts, das ist auch nicht neu bei mir, dass ich irgendwie blau bin. Ich hole mal Goldäpfel. Nicht so viele. Ich hole mir mal nur drei. Ziehe die hier rüber, dann hole ich mir kurz Eisen und hole mir noch einen Feuerball. Da haben wir alles. Hier habe ich auch eigentlich alles. Wobei doch so Pickaxe und sowas, das wäre noch wichtig, eventuell. Wegen Dings, Holz und sowas. Holz und Endstein. Das wäre actually sogar wichtig. Ich würde auch lachen, wenn ich die Runde gewinne. Komm, machen wir die Gold drauf und dann. Muss ich noch ein paar Mal Eisen. Ich glaube nämlich, für die Axt brauchte ich 30 Eisen, so dass ich die auf wenigstens Eisen kriege oder so. Und ich hole mir einfach mal so 21, damit sich das hier speichert. Stone. Ah, never mind. Gut. Packen wir mal alles hier rein. So, jetzt könnten wir theoretisch Leuten aufs Maul hauen. So wie der Kollege da. Geil, da kommt Rot. Hä? Was? Nee, Moment, das ist Pink. Rot ist da. Wo ist Rot eigentlich hin? Ist der Typ. Ne, ich dachte gerade, Digga. Ich dachte gerade, der Typ ist gestorben. Dodo was killed by Gamer Wally. Wally. Ja, moin, Morgan. Chill, ich grüße ihn raus an ihn. Ich habe hier immer noch diese Eisen. Ey, warum will er denn jetzt zu mir, Bro? Geh mal dezent weg. Tschüss. Kelp. Er denkt, dass er den geschossen hat. Wie geil. Also das kann ruhig öfter so passieren. Das ist funny. So, jetzt nicht irgendwie irgendeine Scheiße in die Hand nehmen. Ups, ups, nein, 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 nein.
Warte mal, was kostet der stärkere Bogen? Der kostet 24, ne? 24, habe ich gleich. Gut, habe ich jetzt. Nee, kann nicht wahr. Scheiße, doch, doch, hä? Das glaube ich. Geh mal hier, 24. Toll, jetzt habe ich aber nicht genug Dingens für, nicht genug Gold für Pfeile. Ey, mir hat gerade, no joke, das Wort einfach gefehlt, ne? Ich wusste gerade echt das Wort nicht. Kommt denn, du? Wieso hört das sich so an, als würde... Wo ist Rot eigentlich? Wo ist der Bruder hin? Hä? Achso, nee, hä? Warte mal. Sind noch alle drin? Ne, ich dachte gerade nämlich, weil Rot hat im Bett, aber ich habe ihn. Ich dachte gerade, das wäre Pink, aber das war Rot. Erstmal Gold plus 32 Pfeile gekauft, vor allem mit dem anderen, mit dem besseren Bogen auch noch. Nochmal Feuerball. Ich gehe halt aus Prinzip nicht aus meiner Base raus, weil ich weiß, dass ich dann am Arsch bin, ne? Ich könnte theoretisch versuchen, Lime zu fetzen, aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich gehe sogar erstmal auf die Dias. Erstmal die Verbesserung holen. Ja, ich schätze mal auch, wenn ich wieder Dingens habe, das normale Minecraft hole ich mir auch wieder entweder Luna oder Dingens Client, hier Badline. Ich werde aber wahrscheinlich eher auf dem Luna weiter wieder spielen, weil der Luna Client, der war halt echt geiler, meiner Meinung nach. Und das ist auch immer noch für mich einer der geilsten Launcher überhaupt. Oder was heißt Launcher? Ja, das ist ja eigentlich gar kein Launcher, glaube ich, oder? Ist Luna Client, zählt das schon unter Launcher? Ich meine nämlich nicht, ne? Ich meine nämlich, Luna Client zählt nicht unter Launcher. Wenn ich jetzt runterfall, gottlos. Wer im Nachhinein dieses Video. Ach, Digga, wer im Nachhinein dieses Video guckt. Ja, moin. Mhm. Wer das hier sieht und er gelacht hätte beim Rund, wenn ich runtergefallen wäre, ich. Ja, bitte deabonniert mich dann. Nein, Spaß. Bitte abonniert mich weiter. Road to 130, ihr wisst Bescheid. Ja, wobei, erstmal wieder Road to 120, weil ich wurde deabonniert von irgendwem. Ehrenlos an der Stelle. Gut, kann ich aber auch verstehen. Ich habe jetzt kaum Videos gemacht die letzte Zeit. Also da kann ich schon gut verstehen, dass man dann nicht mehr Abonnent ist. So, das kann ich dann verstehen. Würde ich genauso machen, ehrlich gesagt. Ah, was ist das? Rot, der da hinten rumrennt? Oder ist das... Oder wer ist das? Ich meine, Rot ist gerade bei sich... Ja, Rot ist bei sich in der Base. Der ist wieder da. Oh, Pink will Lime fetzen. Never mind, er will zu mir kommen. Tamam, soll er kommen? Soll, komm, komm, tamam, komm. Ich stelle mich mal aus Prinzip hier hin. Sieht er nämlich mein Feuerball nicht. Ja, was ist erst? Ich hab nix, ich hab kein Feuerball, ich hab drei. Wie ich mich auch gerade so weggedreht habe, als würde ich das zu irgendwem sagen. Vorhin, wo, wann ist Lime bitte gestorben? Hä? Ist der runtergefallen? Hä? Was mit dem passiert? Warum steht der jetzt da? Ach, Digga, ich... ja, ich muss das nicht... Na, bitte! Bitte geh weg, Rot, bitte! Na... Schlechti. Ja, was ist? Ah, scheiße, er hat meinen Bogen gesehen. Ja, stark, Digga. Komplett verfehlt auf ganzer Linie, ne? Egal, soll er mal noch ein... Wow. Oh, Alter, oh, nur weil ich mich jetzt gerade so erschrocken habe. Ey, Digga. Ich hätt eigentlich wissen müssen, dass er einen Feuerball hat. Egal. Du willst so spielen? Tamam. Tamam, komm. Ja, jetzt geht der wieder, kauft sich wahrscheinlich noch ein. Was ein Typ, Digga. Was ein Typ, Digga. Digga. Ey, ihr hättet gerade mal sehen müssen, wie ich mich erschrocken habe, Alter. Ich glaube, ich habe mich noch nie so hart in einem Video erschrocken. Wobei, doch, ändert die 8 Pages. Da habe ich mich auch erschrocken. Ganz kurz.
Ich glaube aber, das Video gibt es gar nicht mehr. Von Ender the 8 Pages. Oder. Ne, Ender the 8 Eyes hieß das Projekt. Oder was heißt die Projekt? Die Map. Stimmt. Gamers! Als ob ich. Geh mal weg, Bruder. Nein, jetzt gönn doch. Gönn! Scheiß auf, ich bin weg hier. Ich bin weg hier, Bro. Oh, das pinke Bett ist weg. Das pinke Bett. Was versucht der da eigentlich? Okay, ist unten. Rot hat leider noch ein Bett und ich bin wahrscheinlich gleich dead. Er chillt da unten, ne? Er muss sich halt nur einmal irgendwie hochbauen und er ist tot, ne? Ey, diese Folge geht 16 Minuten. Ich will jetzt auch nicht runterspringen, weil ich weiß, dass ich dann tot bin. Ich krieg safe Fallschaden dann. Wie geil! Okay, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Okay. Das ist sogar actually gut. Das ist actually gut. Jetzt rot gegen mich. Okay. Pff. Jetzt actually rot gegen mich. Oder besser gesagt, ich gehe rot jetzt. Oh ne, Digga. Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf eigentlich. Kurz den Stick da voll gemacht. So. Na, wie viel? 23. Nein, zu wenig. Ich schieb mir schon mal einen Apfel rein. Nein, zu wenig Eisen. Bitte. Danke. Gut, okay. Jetzt ist mir alles egal. Jetzt kann mir alles egal sein eigentlich. Der wird safe da hinten chillen und Feuerball haben. Also wenn der kein Feuerball hat, Digga, dann... Na! Ah, Digga. Digga, wie ich da am Ende einfach runtergefallen bin. Was das für eine Scheiße. Ey, egal, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.